Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mockanwälte. Mein Name ist Lukas Bell und ich bin Rechtsanwalt im Steuerrecht bei Kaspers Mock Rechtsanwälte in Koblenz. Heute geht es um die Versteuerung von dem Gewinn aus der Veräußerung von Kryptowährungen. Was versteht man eigentlich unter Kryptowährungen? Kryptowährungen sind digitale Währungen mit dezentralen und kryptografisch abgesicherten Zahlungssystemen außerhalb staatlicher Mechanismen. Diese Absicherung wird auch Blockchain genannt, wobei dem Nutzer ein privater und ein öffentlicher Schlüssel zugewiesen werden, die ihn die alleinige Nutzung der Währung zuweisen. Es ist quasi wie eine Eigentumsberechtigung, ein Nachweis dessen. Unter welche Einkunftsarten können Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen fallen? Innerhalb der Einkommensteuer kann die Kryptowährung und deren Veräußerung unter verschiedenste Einkunftsarten fallen. So zunächst unter bereits bestehende Einkunftsarten, wenn die Kryptowährung beispielsweise innerhalb von gewerblichen oder freiberuflichen Einkünften angeschafft wird. Daneben kann die Kryptowährung auch eigenständige gewerbliche Einkünfte darstellen, wenn der Handel ein solches Maß annimmt, dass eine vertiefte Auseinandersetzung damit erforderlich ist, wenn vor allem für fremde Leute damit gehandelt wird oder wenn sogar gewerbliche Räume dafür unterhalten werden. Meistens kommt allerdings für den Veräußerungsgewinn die Behandlung als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften in Betracht. Solche privaten Veräußerungsgeschäfte sind unter anderem steuerbar, wenn ein Wirtschaftsgut innerhalb eines Jahres nach der Anschaffung wieder veräußert wird. Wie definiert man denn den Begriff Wirtschaftsgut? Ein Wirtschaftsgut ist nach der Rechtsprechung gegeben, wenn eine Sache oder ein Recht im zivilrechtlichen Sinne oder ein vermögenswerter Vorteil vorliegt, den sich ein Kaufmann beim Erwerb etwas kosten lässt und der bewertbar und zumindest im Zusammenhang mit anderen Gegenständen übertragbar ist. Wie sieht es nun die Rechtsprechung? Gibt es hierzu eine Bewertung der Finanzgerichte? In diesem Jahr hat erstmalig mit dem Finanzgericht Baden-Württemberg ein Finanzgericht über die Einstufung der Kryptowährung bei dem Begriff der Wirtschaftsgüter entschieden. Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat den Begriff des Wirtschaftsgutes hier bejaht. Es sieht in den Kryptowährungen einen vermögenswerten Vorteil an. Diese Kryptowährungen seien nicht nur Zahlungsmittel, sondern aufgrund der Verschlüsselung kann auch dabei eine Wertabschöpfung vorgenommen werden. Diese Wertabschöpfung geschieht in dem Maße, dass durch die Veräußerung auch eben ein Gewinn anfallen kann, was die Kryptowährung ja gerade so attraktiv macht. Aufgrund des bestehenden Handels sieht das Finanzgericht auch schon eine Bewertbarkeit und Übertragbarkeit an. Daneben kann die Übertragbarkeit auch bereits auf die Verschlüsselung und die einzelne Zuweisung auf den einen Nutzer begründet werden. Dass man sich die Kryptowährung auch etwas beim Erwerb kosten lässt, zeigt gerade die momentane Marktlage und auch dieser Boom, der gerade zu verzeichnen ist mit den Marktschwankungen. Auch wenn der Begriff des Wirtschaftsgutes bejaht wird, liegt nicht in jedem Fall die Steuerbarkeit der Veräußerungsgewinne vor. Diese greift erst, wenn weniger als ein Jahr zwischen der Anschaffung und der Veräußerung liegt. Liegt mehr als ein Jahr dazwischen, bleibt es bei der Steuerfreiheit. Welche Handlungsempfehlung kann hierzu gegeben werden? Wie geht es weiter? Nun dürfen wir gespannt in die nähere Zukunft blicken, da nach der Entscheidung bereits auch die Revision beim Bundesfinanzhof in München eingelegt worden ist. Und auch im Blick auf andere solcher verschlüsselter digitaler Wirtschaftsgüter wie zum Beispiel NFTs ist mit Spannung zu beobachten, ob der BFH den Begriff des Wirtschaftsgutes und dementsprechend teilweise eine Steuerbarkeit bejaht. Daher warten Sie momentan lieber mal mindestens ein Jahr nach der Anschaffung von Kryptowährungen ab, außer Sie wollen natürlich dem Staat unnötig Geld schenken. Der Rechtstipp wurde Ihnen präsentiert von Kaspers Mock Anwälte.